Wie kann ich dienen? Bin schon da. So, hier kriegen wir nochmal Aria her. Als erstes brauchen wir aber, wobei mittleres Haupthaus reicht. Wir brauchen für Hexenmeister jetzt hauptsächlich die drei Gebäude. Onyxturm, Arcanum und Schwarze Schule. Können wir alles hier errichten? Was verlangt ihr? Meister? So, fangen wir mit der Schwarzen Schule das an. Das ist leicht. Ja, wenn wir es uns so überlegen, ist es verdammt lange her, dass wir hier waren. Wir könnten uns jetzt noch mindestens drei von den Runen leisten. Ich weiß, dass man hier gut Geld verdienen kann, weil diese Bäume dazu tendieren, gerne mal Zauber zu droppen, wenn wir sie killen. Nichts, was wir von dir gebrauchen könnten. So. Nichts, was wir von dir gebrauchen. Ich bin unwürdig. Als nächstes das Arcanum. Habt Geduld, Meister. Was verlangt ihr? Ja. Gebäude haben wir schon alle. Wir haben nur den Havoc noch nicht. Also die drei Gebäude bräuchte man, um den Havoc auszubilden. Wahrscheinlich auch noch die Schmiede dazu. Ja, und du wirst auch nichts haben, was für uns wichtig wäre. Gut. Nur macht uns stärker, Meister. Und ja, einfach so verwandle ich Hexenmeister nach dem Tod in Giftspinnen. Wie gesagt, Hexenmeister wollen wir haben. Dazu zum Meister, das Gebäude wir alle ist fertig. Aria-Quellen an, wie's, so gut wie es geht. Hier bin ich, Meister. So, es fehlt noch ein Onyxturm. Ja. Danke. Meister, das Gebäude ist fertig. So, und dann können die Aria sammeln.
hier. Das ist leicht. So, das heißt, ich beginne mit der Hexenmeisterausbildung. Meister, das Gebäude ist fertig. Ich schätze mal schon, dass wir so 50 Stück brauchen werden. Ja gut, ich habe jetzt hier wirklich verdammt viele Aria-Sammler. Und ja, es liegen schon Schrat herum, die ich plündern könnte, theoretisch. Hey, das ist die erste Nahrung, trudelt ein, sehr gut. Also ja, wie gesagt, wir brauchen kein Eisen, wir brauchen kein Mondsilber, wir brauchen nur reine Feuerkraft in Form von Hexenmeistern. Dafür haben wir ja 15 Arbeiter, die ordentlich Aria produzieren und 10, die Nahrung produzieren. So, da kommt mehr Nahrung für die nächsten. Das nächste Upgrade. Ich noch, dass es irgendwo hier in der Nähe Aria gibt, da würde ich da auch noch abbauen, aber ich weiß nur, wo es Mondsilber gibt. Ich glaube, das war auch wirklich alles an Aria. Das nächste ist 300 Nahrung, die haben wir auch bald zusammen. Also ja, jetzt sind wir gerade an der Stelle, wo wir schneller die Upgrades kriegen. Also fürs Bevölkerungslimit.
als die das Aria, um Hexenmeister auszubilden, aber das wird sich dann einpendeln. Sobald wir die Upgrades fürs mittlere Haupthaus machen. Also die größeren Upgrades. Solange produzieren wir einfach fleißig Hexenmeister. Und lassen die dann hier ein bisschen töten. Genießen wir währenddessen die schöne Musik. Ja, hier war Eisen. Gut. Also ja, die wichtigsten Sachen haben wir aus dem Menü hier ausgeschöpft. Ich wüsste halt gerade nicht, ob es sich noch rentieren würde, da Zauber rauszuholen, weil das restliche, was er ausspuckt, sind nur Zauber. So, das ist das letzte Upgrade hier. Was verlangt ihr? Na gut, eine Goldmünze können wir noch opfern. Wie gesagt, hier oben noch ein bisschen grinden. Vielleicht für den Rest der Aufnahmesession. Mal gucken. Sind da jetzt noch zwei Folgen? Ja. Oh. Achso, weil ich immer noch eine Münze geopfert hatte. Hand. Hand. Spruchrolle der Lebensmagie. Göttliche Heilung 4. Ja, die hätte ich viel früher gebraucht. Ich habe schon eine 5er. Nein, danke. Thank you.
Ja, wir kommen gerade schneller auf die 26, also auf die 30, als wir hier gerade auf die 1000 kommen. Wobei könnte sich fast ausgehen eigentlich. Aber ja, die Pilze werden halt wirklich weniger.